Also ich will das mit dem Psychiater und mit dem Jungen jetzt noch einmal mit kurzen Worten sagen. Wenn du den schönsten Jüngling nimmst und dann vier Mädchen ihn viermal oder siebenmal zum Abfacken bringen und dann als Drogensüchtigen in die Psychiatrie abstellen und das ganze Leben an ihn wie Kannibalen, wie raubgierige, blutsaugende Kröten dann als Magister, Masterweiber verdienen ihn. Jedes Monat 10.000 Kröten. Und ihn das ganze Leben dafür büßen lassen, dass er einmal im 16. Lebensjahr und in einem Koksrausch vier Mädchen bumsen durfte oder ausgeblasen wurde. Verstehst? Das geht so nicht. Der Mann ist unter Naturschutz. Der wird nicht mehr missbraucht, liebe Mädchen.